als Frau hat man manchmal echt so das Gefühl, man ist nie richtig, so wie man ist. Weil als ich dicker war, ist man zu dick. Wenn du halt dünn bist und keinen Arsch in der Hose hast, dann hast du keinen Arsch in der Hose. Und wenn du trainiert bist und kräftig gebaut, dann bist du irgendwie zu muskulös. CrossFit ist ein ganzheitliches Trainingsprogramm und basiert darauf, dass verschiedene Fitnessübungen konstant wiederholt und variiert werden. Die Workouts sind intensiv, sie verlangen den Trainierenden wirklich alles ab. Und das Commitment von ihnen geht meistens weit über 2 oder 3 Trainings in der Woche aus. Erika hat vor ziemlich genau 3 Jahren mit CrossFit angefangen. Sie geht heute sehr offen damit um, dass sie früher gerne gegessen und nicht so gerne Sport gemacht hat. Irgendwann hat sie sich aber nicht mehr wohl gefühlt und gewusst, dass sie etwas ändern muss. Durch eine komplette Ernährungsumstellung und das CrossFit ist sie heute so zufrieden mit sich selber und ihrem Körper wie noch nie. Ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, nicht in so einen Wahn reinzukommen, wenn ich jetzt meine Paprika abwiege und ich habe in der App eingetragen 100 Gramm und es sind dann 106 Gramm. Was ist so quasi der Einstieg gewesen? Für dich, um so wirklich sagen, ab jetzt schaue ich so richtig. Angefangen hat es, glaube ich, so vor 6 Jahren oder so. Da habe ich noch 92 Kilo gewogen. Und dann hat es halt angefangen, dass ich Weight Watchers gemacht habe. Und irgendwann habe ich halt dann CrossFit gefunden und dann eben so 3-4 Mal die Woche trainiert und so. Aber man hat nie was gesehen. Also ich war immer noch so ein bisschen chubby. Und jetzt, dieses Jahr im Januar, habe ich mal angefangen, so ein bisschen das Ganze zu optimieren mit der Ernährung. Seitdem ging es eigentlich mega gut. Ich habe halt recht viel Körperfett verloren und Muskeln aufgebaut. Aber eben, mir ist es halt trotzdem wichtig, da nicht so der typische Bodybuilder zu sein mit Brokkoli, Chicken, Reis die ganze Zeit. Und auch zum Beispiel, wenn ich am Wochenende mal weggehe, dann trinke ich auch Alkohol oder so. Ich bin da jetzt nicht so mega strict. Einfach schön aussehen fürs Foto. Alles für die Likes. Genau. Passiert es häufig, dass irgendwie Männer eingeschüchtert sind, vielleicht, weil du doch jetzt relativ kräftig aussiehst? Wenn sie besoffen sind im Ausgang, kommt manchmal ein Spruch, so, oh, gehst du ins Fitness oder irgendwie so. Aber was mich halt ein bisschen nervt, ist, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin und dann manche Leute so sagen, oh, ich habe keine Angst vor ihr oder irgendwie so. Hat sich mit dem Umstellen vom Ernähren und vom Sport irgendwie auch ein bisschen Freundeskreis geändert? Es geht, also ich habe halt einfach mehr Freunde in dem Sportbereich gefunden. Aber die alten Freunde, die ich hatte, habe ich immer noch. Aber ich merke schon, so gerade unter der Woche plane ich schon eher alles um meinen Sport rum. Das klingt zwar ein bisschen assi, aber unter der Woche mache ich auch nicht so gern ab, weil da habe ich einfach meinen Ablauf. Und am Wochenende nehme ich mir dann Zeit, um mich mal mit Freunden zu treffen oder so. Das war jetzt erstmal das Warm-up. Für manche Leute wäre das jetzt zu anstrengend, was ich mache, aber ich brauche das total. Ich bin echt nicht happy, wenn ich es nicht mehr habe.